Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Siberia 2. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich den Bären verscheucht. Zumindest hoffe ich, dass wir das getan haben. Sieht gut aus. Oh, was war das? Okay, das war ein Stein. gut. Nachdem wir das getan haben, folgt uns der Yuki jetzt hoffentlich mal nach draußen. Also. Sie zieht wieder ihre geile Sonnenbrille auf und wir. Gehen. Ich vermute mal zurück. Ich weiß nicht genau, wo wir hingehen, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir die Fischgräte eingesammelt. Super toll. Stinkt bestimmt auch gar nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier hin. Bei beschaulicher Alpenmusik, beziehungsweise ist es eigentlich eher. So ein bisschen fernöstlich angehaucht, würde ich sagen. Was ja übrigens auch ein lustiger Ausdruck ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Fernöstlich ist ja relativ zu unserem Standort jetzt, das heißt von uns aus gesehen eben östlich. Ist halt die Frage, was würden die anderen Leute sagen, ne? Die halt kleine Axt. Das kann man auch bestimmt hier verwenden. Die halt in diesem besagten fernen Wenn ich Osten diese Schlucht wohnen. überqueren will, gibt es nur eine Lösung. Ist das dann der ferne Westen oder? Okay, wir haben uns einen Holzscheit geholt. Für was das gut ist, weiß ich jetzt auch nicht. Müssen wir das hier rüber werfen? Ich habe keine Ahnung. Das ist viel zu weit. So weit zu springen, das schaffe ich niemals. Ja, das will ich ja auch gar nicht. Aber warum geht das jetzt nicht? Was fehlt mir denn noch zu meinem Glück? Kann der Yuki vielleicht da drüber springen? Hier, Yuki. Fang. Oder wir bewerfen ihn mit einer russischen Puppe. Ah, hier ist noch was. Diesen Ast kann ich nicht erreichen. Okay. Ah, nein, 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 nicht, nicht weggehen, nicht weggehen. Stopp. Och. Nein. Jetzt aber. Das ist manchmal gar nicht so leicht, ne? Wollen wir hoffen, dass das hält. Ja, wir werden sehen. Oha. Oha. Lara Komm schon, Croft. Yuki. Na los. Ich glaube, er ist verwandt mit Nun ja. E.T. Zurück kann ich dann wohl kaum noch. Naja, aber wir wollen ja auch vorwärts und nicht zurück. Was macht der denn da? Hast du Flöhe oder was? So, weiter geht's in diese Richtung. Erstaunlich, dass wir keine Spuren im Schnee. Ah, doch, wir hinterlassen sogar Spuren. Yuki? Nein, bleib hier. Yuki, Mann. Was soll der Scheiß? Wieso? Tim, 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 Tim. Yuki, lass diesen Vogel zufrieden. Ich glaube, da sind noch ungefähr 5 Jahre Training nötig, dass das irgendwie geht. Das ist aber doch diese Eule, ne? Die anzeigt, dass die Yuki Dieses in der Tier lässt Nähe sich sind. einfach nicht bändigen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Wo kann ich denn hin? Na gut, wir gehen hier zurück. Ja, und jetzt? Kann doch nicht sein, dass wir jetzt zurück müssen. Da ist bestimmt wieder irgendwie. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Würde mir ja nie passieren, ne? Wisst ihr ja schon. Kann ich. Ja, aber ich kann ja wenigstens in diese Richtung gehen, ja. Es ist wieder so ein verschobener Bildschirm, der uns nicht angezeigt wird. Ganz toll, Spiel. Das hast du gut gemacht. Ah, hier so.
Yuki, böser Hund, du. Wie soll ich da diese Halung... Was? Was zum Teufel? Alter. Köter hast du erwischt. Bravo. Jetzt die Amerikanerin. Lauf, Yuki, schnell. Zum Zug. Ich mache komische Handbewegungen und gehe selber nicht weg, weil ich von einem Stein getroffen werden will. Sie ist noch da. Der Kleffer ist verschwunden. Verpasst ihr noch eine Strecke. Warum bleibt sie stehen? Da... Davon kriegt sie aber mächtig Kopfweh. Das wollen wir doch, Blödmann. Die will unser Elfenbein. Dein Elfenbein, Igor. Na los, hol den Stein da schnell. Ich glaube, sie ist festgefroren. What? Was zur Hölle? Ja. Okay, aus irgendwelchen Gründen. Kann ich hier hochklettern? Okay, hier kann ich nicht weitergehen. Aus irgendwelchen Gründen ist jetzt hier ein Flugzeug abgestürzt. Ich denke, ich muss mit dieser Axt da hochklettern. Ich weiß zwar nicht, wie sie das hinkriegen soll mit einer Axt. Dass ich sowas einmal tun würde. Also ganz ehrlich, ich glaube, jemand, der nicht trainiert ist, würde das auch nicht hinkriegen. Und jetzt hört's einfach auf, weil... Okay. Wir müssen uns wohl den richtigen Weg bahnen. Bisschen seltsam hier. Zumal, wie gesagt, also ich glaube, wenn du in sowas nicht richtig gut trainiert bist, haut's dich enorm auf die Fräse. Hier so. Naja, aber es ist ja nur ein Spiel, ne? Hoch. So. So. Und wieder nach oben. Na, da oben ist der... das Ende des... der Felswand. Sorry, Martin, the fish got away. She's slippery. Listen, you have to understand, Mr. Slippery. Martin. She's holding all the cards. And she's in cahoots with some of the locals. Kenton, you've put me in an extremely uncomfortable situation. Kate's family are getting anxious. Trouble is all our middle names if you don't bag the girl. This ain't no Manhattan turkey shoot, Mr. Marson. The only way forward is on horseback, across the snow. There's this village, and after that, there's nothing. She's gone off her nut. Oh, shit. Oh, shit. Diese Zwischensequenzen finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Soll wohl irgendwie Bedrohung suggerieren, also quasi, ja, hier, ich bin hier auf den Fersen, aber ist ein bisschen, ja, unnötig teilweise, finde ich. So, hier geht's rum und hier geht's rum. Dann gehen wir mal hier oben. Geht's noch?
Augen auf im Straßenverkehr. Großer Gott, das war Hans hinten auf dem Schlitten. Ich muss irgendwie zum Zug zurück, wenn ich sie noch erwischen will. Ja, aber wo bin ich denn jetzt? Okay, ja, jetzt sind die wieder dahin gegangen. Kleinen Moment mal kurz. So, wurde ich doch glatt mal angerufen, ne? Warum die Leute auch immer anrufen müssen, während ich aufnehme. Ich weiß nicht warum. Ich muss einen Weg finden, schnell zum Zug zu kommen. Ja, und was ist der schnellste Weg? Ich muss einen Weg finden. Indem wir fliegen. Vielleicht müssen wir andersrum gehen. Es gibt ja noch den Weg geradeaus, also quasi jetzt dann rechts. Mal gucken, wo es hier rumgeht. Aha. Interessant, eine Flugzeugwrack. Ich frage mich, wer da drin saß vorhin. Ich glaube übrigens nicht, dass wenn hier ein Flugzeug explodiert ist, dass denn hier der Schnee noch so liegt. Der ist wahrscheinlich ja obendrauf dann geschmolzen. Okay. Tibi ist auch nicht mehr da. Oder wer auch immer. Ach was. Der Boris. Wer kennt den Boris noch? Aus dem ersten Teil. Ja, schön. Ich hoffe, es geht ihm gut. Versuch hier mal, ne? Ich weiß ja nicht, was wir hier machen sollen. Hört man nichts, okay. Also ist komplett aus, ne? Also das ist noch rot. Das ist gelb. So wird das grün. Ich weiß nicht, ob das gelbe hier an sein soll. Ich weiß genau gesagt gar nichts. Seht ihr, dass sich hier irgendwas bewegt, wenn ich das hier mache? Die müssen beide an sein. Ah, hier gibt es ja noch Knopf, ne? Auf jeden Fall ist hier einiges ziemlich kaputt. Aber ich vermute ja eigentlich mal, dass hier oben was stehen muss. Ein Übertragungskanal oder sowas. Genau, ich hab mal wieder keine Ahnung. Gehen jetzt mal hier hoch. Vielleicht bekommen wir einen Hinweis. Oh, da ist er. Hallo, aufwachen. Los, wachen Sie schon auf. Und natürlich mal wieder seine Arschfalte gezeigt. Das ist sehr schön. Tja, Alkohol am Steuer ist halt nicht gut, ne? Nichts zu machen, mit diesen Kopfhörern kann er mich nicht hören. Da muss ich ihm noch mal eine Puppe an den Kopf werfen. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht relevant. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht, ne?
So, auf jeden Fall scheint es ihm ja nicht so schlecht zu gehen. Schon mal beruhigend. Müssen wir jetzt vielleicht hier rum? Kann es sein. Ist das möglich? Aha. Was haben wir denn hier? Ist das so ein Übertragungsgerät, das nicht funktioniert? So, 0000 ist natürlich kein guter Kanal. was kann man denn sonst noch hier einstellen? Hier kann man noch was anmachen. Hier findet er auf jeden Fall mal nichts, aber es gibt ja vier insgesamt, hier vier Quadranten. Kann ich denn die anderen einstellen? Kann ich das überhaupt irgendwie einstellen? Hallo, ich würde gerne was sagen. Ah, hier kann man noch was einstellen. Draußen macht die Nachbarn wieder irgendeinen Scheiß. Stell mal 28 ein. Das war die einzige Zahl, die wir drüben hatten. Ach, hier kann man jetzt doch was einstellen. Das ist ja interessant. Ach so, ich kann... Ah, okay. Ich kann hoch und runter machen. Toll. So, der Rest bleibt, wie er ist, denke ich. Wir müssen vielleicht noch weiter forschen. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ach so, ich verstehe. Moment, wir sind... In welche Richtung sind wir denn gegangen? Ist auf jeden Fall wieder hier die russischen Zeichnungen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, deswegen gucke ich jetzt, wie es hier aussieht. Jetzt kommt ein Geräusch eigentlich, aber es kommt noch nichts an. Also man sieht noch nichts auf dem Ding. Vielleicht müssen wir doch noch eins weiter. Juk heißt Süden. Das ist, was ich noch weiß. Und den Rest habe ich leider gerade vergessen. Tja, so ist es halt, wenn man einen Sprachkurs macht und es dann ein Jahr nicht benutzt. Hier ist es doch, das Signal. Vielleicht stimmt es auch mit 28 einfach nicht. Je ne sais pas, nicht wahr? Haben wir denn sonst noch hier irgendwelche Möglichkeiten? Ich glaube nicht. Ich denke, hier geht es nur zurück zum Abgrund. Und hier ist wahrscheinlich sonst nichts los. Los. Ich denke, da will sie wahrscheinlich nicht wieder runter. Hinunter werde ich es nicht probieren. Nicht probieren. Okay. Oder um es mit den Worten des ersten Spiels zu sagen, dahin muss ich nicht. Es ist mal wieder ein Rätsel, liebe Kinderchen. Ein Rätsel. Aber warum will sie eigentlich nicht da runter? Was ist denn das Problem? Da drüben ist doch der Zug, oder nicht? Ich muss einen Weg finden, schnell zum Zug zu kommen. Ich will mal zum Zug kommen. Ich will auch mal zum Zug kommen.
Na gut, dann müssen wir wohl doch irgendwie hier am Flugzeug rausfinden, wie wir den richtigen Kanal einstellen. Das hat man vorher gar nicht gesehen, oder ich fand, man hat es nicht gesehen, dass es ein Typ ist, der hier hängt. Das sah aus wie irgendein Blechteil. So. Dann gucken wir nochmal noch hier drin. Oh je. Aber ich würde sagen, da das ja ein bisschen länger dauern kann, oder ich jetzt noch nicht so genau weiß, wie wir auf die Lösung kommen, machen wir das beim nächsten Mal. Sonst ist die Folge wieder viel zu lang. Für heute verabschiede ich mich von euch, von Siberia 2. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, schaut morgen wieder rein. Um 12 geht's weiter. Heute Nachmittag, ich überlege gerade. Es ist heute Montag, da ich aufnehme. Das heißt, morgen kommt diese Folge raus. Ich weiß gerade nicht, ob 15 Uhr was kommt oder nicht. Es hat sich alles so ein bisschen verschoben. Durch mal wieder diverse technische Probleme, die ich hatte. Aber es wird auf jeden Fall entweder heute oder morgen, da ihr dies seht, wieder 15 Uhr Don't Starve Together kommen. Da könnt ihr auch gerne reinschauen. Und jetzt sage ich schönen Nachmittag und wie immer, tschüss und auf Wiedersehen.